Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da krieg ich so einen Halt. Andi, wenn ich dich spielen sehe, denke ich immer, ich sitze am Roulette-Tisch mit der letzten Ansage. Gérard Depardieu, nichts geht mehr. Bei Ingmar Merle von Hessen Kassel ging auch nichts mehr. Vor Freude. Der Merle hat ein Tor aus 51 Metern erzielt gegen den FC Homburg und ist damit nominiert für das Tor des Monats. Mann, Andi hat mal aus 2 Metern 51 Meter übers Tor geschossen. Den Ball suchen sie heute noch im Sonnensystem. Andi, zieh bitte mit dem Ball nicht nochmal ab. Wenn du schießen willst, füll deine Wasserpistole mit Wurstwasser und jag Veganer. Boah, Adi Hütter, der hat wohl keine Lust auf Champions League. Hütter hat sein Wort gebrochen. Das Einzige, was ich gebrochen habe, war der Nudelsalat nach der letzten Weihnachtsfeier. Der Eintracht-Trainer wird im Sommer der neue Fohlenflüsterer bei Gladbach. Beide Teams spielen jetzt am Wochenende gegeneinander. Ist praktisch, ne? Dann kann der Hütter eine Halbzeit bei der Eintracht und die andere bei Gladbach coachen. Und wer wird jetzt Eintracht-Trainer? Markus Söder hat schon seine Bereitschaft angekündigt. Ich mach's. Hermann, für dich stellt sich nach Corona auch nur eine Frage. Gibt es in der Betty Ford Klinik auch Weight Watchers Kurse? Dick im Geschäft ist mein Hermann, wenn er shoppen geht und die Eintracht, wenn sie die Champions League packen. Und jetzt gehen da alle. Wie bei meiner Hochzeit. Nur weil ich zum Pfarrer auf seine finale Frage gesagt habe, wenn's sein muss. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.